dem ganzen Chaos. Jetzt kann ich nur einfach abwarten, dass mein Revoltrisiko hoffentlich langsam wieder niedriger wird und ich überlebe. Das ist meine ganze Hoffnung. Und dass diese britischen Patrioten nicht gleich Byzanz wieder vernichten. Nachdem ich so lange und so viel geopfert habe und so lange gekämpft habe, um sie zu befreien überhaupt. Ja, also Byzanz ist nicht mein Vasall, was ursprünglich ja der Plan war, sondern nur mein Verbündeter, aber ich hoffe trotzdem, dass ich sie irgendwie retten kann. Ich garantiere mal ihre Unabhängigkeit. Ja, irgendwie werden wir schon überleben. Ich hole zurück, sobald die Situation besser aussieht. Wir haben neue Truppen zur Verfügung und ich habe mich entschieden, Linieninfanterie zu wählen. Und, ja, unsere Minen sind einigermaßen wieder organisiert, aber wir müssen noch kräftig rekrutieren, damit wir wieder auf volle Truppenstärke kommen. Und das Byzantische Reich wird gerade von den Rebellen, die ich eigentlich zu ihrer Befreiung geschaffen habe, irgendwie vernichtet. Wie gesagt, die sind mir jetzt egal, entschuldige, aber ich habe schon zu viel wirklich riskiert für das Byzantische Reich, als dass ich mich da nochmal irgendwie um ihr Überleben bemühen würde. So, wir versuchen dieses Mal Dresden zu annektieren. Oder Thüringen heißt es eigentlich, Dresden ist nur die Stadt. Und ja, unsere Kriegsmündigkeit hat sich wieder eingefangen. Genauso das Revoltrisiko. Es sieht jetzt wieder gut aus, unsere Minen sind wieder organisiert und wir werden weiterleben. Byzanz wird auch weiterleben, wie es aussieht. Oder auch nicht, wer weiß. Ja, ich glaube, es war beim letzten Mal, wie ich aufgenommen habe, auch schon, aber ich habe es nicht erwähnt. Unsere Armeen haben neues Aussehen, wie man eindeutig sehen kann. Und, ja. Ich bin jetzt am Überlegen, wie ich mich am klügsten weiter verbreiten kann. Soll ich einen Krieg gegen Brabant riskieren? Braunschweig, Kleve, Köln, Münster, Oldenburg, Trier, Aachen, Lüttich, CPE, CPU. CPU ist doch eine Partei in Deutschland, oder? Und Litauen. Wie stark ist denn Litauen noch? Oh mein Gott, Litauen ist schon ziemlich stark. Dann lassen wir das lieber mal fürs Erste. Brabant, Braunschweig, Kleve, Köln, Münster, Oldenburg. Ach, die haben ja alle Verbündete, also... Mainz, Friesland, Litauen. Ja gut, da ist Holstein noch am realistischsten, dass ich jetzt erobere. Also würde ich sagen, nehmen wir Holstein. Gut, wer noch? Mainz, Friesland. Friesland sollte uns wenig Probleme bereiten. Mainz ebenso. Und Litauen. Ja, also wer hier Probleme bereiten wird in diesem Krieg, ist glaube ich ganz klar. Das wird ziemlich sicher hauptsächlich, wenn nicht gänzlich, Litauen sein. Deshalb ziehen wir jetzt mal alle unsere Minen hier in Richtung Litauen, um uns dann auch an der Front gegen sie halten zu können. Ah, diese Minen sollte ich vielleicht hier lassen, damit ich auch Mainz übernehmen kann. Litauen ist nicht zufällig gerade in einen Krieg schon verwickelt. Nein, das ist sehr schade. Okay, dann werden wir wohl wieder einen riesigen Ultra-Vernichtungskrieg gegen Litauen über uns ergehen lassen müssen. So, geht mal, wo ihr hin sollt.
Dann würde ich mal sagen, hier Administration infiltrieren, um zu sehen, was sie mit ihren Armeen denn so alles anstellen. Dann nochmal speichern, denn wir haben gerade die schlimmste Krise, die Österreich bisher erlebt hat, glaube ich, durchlitten. Und wir haben sie überstanden, ohne auch nur ein einziges Gebiet zu verlieren. Oder ich weiß nicht, ob wir vielleicht ein Gebiet an Mainz verloren haben. Auf jeden Fall sind unsere Verluste nicht gerade schlimm. Und los geht's. Und jeder darf mir helfen. So. Oh, Litauen ist gar nicht eingestiegen. Das ist dann natürlich ziemlich nice. Nice. Dann ist zwar auch die ganze Grenzverteidigung, die wir uns hier schön aufgebaut haben, vollkommen umsonst, aber... Naja. Es könnte Schlimmeres passieren als eine Grenzverteidigung, die umsonst ist. So, unser Herrscher ist ein absoluter Noob. Versuchen wir mal einen Bürokraten. Noob, wieder mal. Irgendwie kommt mir vor, wir bekommen relativ oft noobige Herrscher. Immerhin hatten wir den einen guten, den wir eben mal hatten, relativ lange. So, ihr könnt eigentlich gleich hier bleiben. Ihr könnt dann, keine Ahnung, irgendwo hingehen und irgendwas machen eigentlich. Weil es völlig egal ist. Und ein paar kleinere Revolten. Aber weit nicht so schlimm, wie es vorher gerade war. Okay, jetzt haben wir hier gleich ein River Crossing. Aber trotzdem, da unsere Armee jetzt schon eine Stufe mehr oder weniger höher ist, können wir ihre Armee mit unseren Armeen immer leicht vernichten. Gott sei Dank. Gut, dann belagert doch mal bitte dahin hier. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel schon wieder besser, wenn es mal wieder einigermaßen gut für uns läuft. Insgesamt geht es ja in diesem Let's Play, muss man sagen, schon sehr gut. Also, so ein Riesenreich hatte ich, glaube ich, noch nicht einmal irgendwann in einem Spiel, wo das kein Let's Play war, wo ich also nicht durchgehend alles gefilmt und kommentiert habe. Nicht mal da habe ich so viel erreicht, wie ich es jetzt getan habe. Also das ist doch durchaus schon etwas. Oh, und ihr sollt hier bitte Friesland belagern gehen. Alle drei wollen jetzt irgendeinen Frieden. Keinen davon werde ich natürlich akzeptieren, weil es völliger Blödsinn wäre, das zu tun. So, Holstein gehört uns. Dann geht mal nach... Ach nein, hier so. Am Anfang ging das Spiel flüssiger, wie wir noch nicht so viele Provinzen besessen haben. Haben wir in Mainz? Okay, das sollten wir mal vielleicht 30.000 hier entfernen. Und wir könnten jetzt schon Frieden schließen. Aber vorher will ich natürlich noch Mainz und das, wie heißt das, Friesland. So, Sturm, 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 Sturm und...
Annexion. Gut, die 8 Rufe verkraften wir schon. Frankfurt können wir mal zu investieren beginnen. Und aber hier Schellre und Friesland. Sollten wir noch erobern, auf jeden Fall. So, verlieren einen Ruf. Verlieren 3 Ruf. Ja, wenn ich mich entscheiden kann, will ich natürlich 3 Ruf verlieren. Sehr gerne. Gleichzeitig könnten wir wieder versuchen, mit Dresden oder mit Thüringen die Beziehungen aufzubauen, damit wir sie wieder annektieren vielleicht können. Bald. So, und hier macht doch bitte mal ein bisschen schneller. Ähnlich gehört uns mal Schellre und ich würde sagen Friesland. Erstürmen wir ohne Rücksicht auf Verluste, weil es mich gerade nicht freut, länger zu warten. So, kommt schon, übernimmt Friesland. Übernimmt es, und es gehört euch. Sehr gut. Und... wunderbar!